reinigen oder durch dem anderen sein Flamme von etwas sofort reduzieren. Das sind Menschen, alles was hast du gekauft, sie haben gekauft in die Hälfte Preis und alles was hast du verkauft, sie haben verkauft doppelt. Alles. Du erzählst, weißt du was habe ich gekauft? Schuhe. Wie viel hast du bezahlt? 100. Schade, letzte Woche habe ich gekauft 53. War Angebot. Und es gibt nur vier Typen. Nur die vier Typen. Alles schlecht. Alles schlecht. Moment, wir reden heute. Wir sprechen heute. Das Thema heute ist Energierauben. Wir reden nicht jetzt. Natürlich, Gott hat uns jeder gegeben diese vier Elemente, dass wir dran arbeiten. Hochmut und Zorn ist eine gute Sache. Auch Traurigkeit und Erde und Faulheit ist eine gute Sache. Die Frage ist, was macht man damit? Manchmal ist gut, dass der Mensch ist faul, er wird dem anderen nicht Feuer machen. Er denkt zweimal, er ist schon am Überlegen. Feuer bedeutet hier in diesem Bereich, dass man dem anderen in irgendeiner Art und Weise beleidigt. Ich gebe euch jetzt den ersten Tipp. Niemand in dieser Welt hat Recht, euch zu beleidigen oder die Stimme heben. Bitte, bitte, bitte. Wenn einer von eurer Mishpoche oder einer von euren Chefs auf euch die Stimme hebt, hör, was ich sage euch heute, geh raus. Sofort. Das ist nach der Kabbalah eine Art von Mord, insbesondere wenn er zeigt mit dem Finger wie eine Pistole. Wenn die Stimme ist laut und es gibt noch einen Finger dazu, sagt die Kabbalah, du bist jetzt in einem offenen Feuer im Krieg, lauf weg. Niemand hat sein Recht auf dir, die Stimme schreien und heben. Willst du mit mir reden? Ich komme zurück. Mit dieser Schreierei hört mir nicht. Weil in dem Moment, wo ein Mensch ist in Wut, er ist zornig, er vergisst alles, was er sagen wollte und er vergisst alles, was er nicht sagen wollte, sagt er trotzdem. Denn was brauchst du das zu hören? Er weiß, sowas soll man nicht sagen, aber in dem Moment, wo er schießt, beim Schießen guckt man nicht rechts und links, legt man alle Bullen rein und man schießt überall. Und in dem Moment, wenn du bist jetzt in einem offenen Feuer im Feld, was lässt du dem anderen schreien? Geh raus von dieser Sache. Okay, wir gehen weiter. Jetzt beginnen wir die nächste Zitat bitte, Herr Dieter. Du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Ja, also Plotkes oder Schwätzerei über dem anderen kann man sagen, das ist die größte Energierauben. Zu hören Plotkes oder Geschichten, überflüssig, nicht über mein Leben. Wenn das Leben von dem anderen sind dir interessanter als dein Leben, du hast noch nicht begonnen zu leben. Was gibt es Interessantes als mein Leben? Wenn ein Mensch kann über sich sprechen und reden, über seine Gefühle, das ist das größte Geschenk, was kann sein in dieser Welt. Was brauchst du mit jemandem zu sprechen über dem anderen? Über dich gibt es nicht was zu reden. Jeder Mensch hat so viele Gefühle, so viele Gedanken, so viele Ideen, Visionen, Fantasie, Vorstellungskräfte. Sogar es gibt Menschen, die wissen nicht, wem sollen sie erzählen, ihre Träume, ihre Vorstellungskräfte. Was brauchst du über anderen zu sprechen? Was bringt dir das? Eine Millimeter weiter am Leben. Null. Es bringt dir null weiter. Nächste Zitat, Madame. Ein fröhliches Herz macht das Gesicht heiter, aber beim Kummer des Herzens ist der Geist niedergeschlagen. Genau. Menschen, die mit guter Energie sind, sieht man das meistens aufs Gesicht. Du siehst, in unserem Gesicht gibt es zwei Fenster. Himmlische Fenster und irdische Fenster. Irdische Fenster, die Wurzeln, so wie der Baum, ist unsere Zähne. Man kann auf die Zähne, auf die Lippen gleich erkennen bei dem Mensch, ob er ist ein Leidenschaftlicher, ob er ist ein... Man kann die Sachen erkennen. Wie seine Mimik, wie sein... Das sieht man auf die Lippen und auf die Zähne. Bei den Augen sieht man die seelischen Teile. Das sind die zwei Fenster, was der Mensch hat. Deshalb,
Immer wenn ihr wollt mit jemandem begegnen, Begegnung soll man nur im Gesicht machen. Kein Telefon, kein SMS, Gesicht hörst du nur 30%, 70% ist das, was das Gesicht sieht, im Augen, im Herzen. Wenn manche Leute hören, ist es eine andere Sache. Aber in dem Moment, wo du siehst, dem anderen Mensch, ist eine riesige Begegnung. Weiter, nächste Zitat. Leuchten der Augen erfreut das Herz. Eine gute Nachricht erquickt das Gebein. Genau. Ein Mensch darf nicht erzählen schlechte Nachrichten. Er darf erzählen nur gute Nachrichten. Jeder Mensch weiß, er hat Freundekreis oder Menschen in seinem Leben. Und Leute rufen ihn an. Manche Leute, wenn sie dir anrufen, erquickt dein Herz. Oh, kommt eine gute Nachricht. Es gibt Leute, sofort wenn du siehst ihre Namen, Shabbat Shalom. Was ist passiert? Dein Akkordeon ist zu. Energie. Energie. Versuch zu sein von dem Menschen, immer wenn du dem anderen hörst oder siehst, du sollst nicht sagen, es freut mich, dir sehr zu sehen, sondern sollst du dich sehr freuen. Jetzt, wenn ein Mensch ist ein Energiegeber und auch ein Energienehmer, wunderschön. Wenn ein Mensch ist ein Autobahn, noch ein Sauger, noch ein Staubsauger, das ist ein Mensch, wo man muss ihm nicht helfen. Jetzt kommt der erste Aspekt. Ein Mensch ist zuständig in dieser Welt nur für die Menschen, die ihm auch für ihn zuständig. Er ist nicht zuständig für die Kreise, die für ihn nicht zuständig. Nummer eins, deine Mispoche, deine Freunde, die du den ganzen Lebensweg gehst, manchmal musst du nehmen, manchmal musst du geben. Und auch wenn diese geben, zieht von dir Energie, das ist eine Pflicht. Die sind ein Teil von dir, von deinem Leben. Du hast eine Pflicht, den Menschen zu helfen und manchmal kann das dauern ein paar Wochen. Unter einer Bedingung, dass sie mit dir das ganze Leben gehen weiter. Wieso Menschen sind so traurig beim Abschied, beim Scheiden? Was ist der große Schmerz? Du hast gegeben Energie, hat man diese Energie wie Vampir genommen und es kommt nicht in dein Konto, es ist geschlossen. Hat man das weggenommen, du hast gegeben zum einen, der nicht mehr in dein Leben ist. Deshalb sieht man in dieser Welt, dass manchmal Mütters geben ihre Kinder mehr Energie, weil sie sagen, es ist mein Konto, es ist nicht verkehrt, es ist mein sicherer Sparbrief. Aber wenn ich werde geben Energie jetzt, der oder der, das wird sein, wer weiß diese Investition. Aber es ist gegenseitig. Wenn du bist jetzt nicht bereit, eine zu geben, Energie, positive Energie, wie soll er dir geben? Und hier kommt eine Regel. Jeder Mensch hat im Konto, im Herz, das, was der andere im Herz hat, auch. Seine Regel, du willst wissen, was der andere über dir fühlt, genau das, was du fühlst über ihn. Nicht das, was du denkst, jeder denkt anders. Aber fühlen, die Energie ist immer identisch. Wenn du hast für jemand gute Gefühle, die gleiche, nicht dieselbe, die gleiche Gefühle hat er zu dir wie ein Spiegel. Immer. Und deshalb, in dem Moment, wo der Konto ist nicht leer und die Gefühle sind identisch, der andere kommt, er kann die Körbchen von den Erfahrungen, was beide haben, manchmal ist voll, manchmal ist leer, hat man Kraft, die Sache zu bearbeiten. Jetzt. Wir werden jetzt gehen zu der Liste und wir werden sehen, welche Ideen geben uns die Kabbalisten, einfach diese Sache von Energie zu aktivieren. Bis jetzt haben wir gesprochen, wer sind die Energievampire. Jetzt versuchen wir zu schützen die Energie und auch zu schützen die, zu aktivieren das, was wir haben. Wir beginnen mit Waschen. Energie ist, wenn ein Mensch geht raus zu Hause von seinem Stub, soll er schließen die Toilette und Badezimmer. Von dort geht raus Energie, nicht gute Energie. Was brauchst du jetzt, Toilette offen? Gehst raus von zu Hause, schließ die Toilette.
kannst noch in Toilette legen, etwas zu spritzen, noch besser. Aber Toilette soll man schließen, wenn man geht raus von zu Hause. Genauso Müll zu Hause soll man nicht lassen. Sogar am Schabbat, wo am Schabbat es ist nicht erlaubt zu tragen. Was ist die einzige Sache, wo es erlaubt am Schabbat zu tragen? Müll. Weil es hat zu tun mit Energie. Wie wirst du haben gute Energie, wenn bei dir zu Hause der Pumper und die ganze Müll ist voll? Gehst raus zu Hause, nimm die negative Energie weg vom Zuhause und auch die Papiere, die stehen. Hast du die Müll weg? Hast du die Toilette geschlossen? Hast du begonnen schon den Schritt von guter Energie? Weiter. Zu Hause soll man von Zeit zu Zeit Rosen, soll dein Haus besuchen. Vradim, Rosen, weiße Rosen, Reuterrosen, die Kabbalisten haben das gewechselt nach Bedarf, ich gehe nicht rein in alle Einzelheiten. Es gab Zeiten, wo hat man die Frau gegeben weiße Rosen, es gab Zeiten, wo hat man gegeben Reuterrosen, es gab Zeiten, wo hat man gegeben eine bunte Rosalach. Also Rose hat eine Meinung, Rose hat 13 Blätter und 13 symbolisiert Echad. Echad bedeutet Ahava und Liebe. Und wenn es gibt nicht Rosen oder die Rosen sind 1,70 € im Friedhof, dann kannst du nehmen auch Wasser von Rosen und gießen. Wasserrosen sind auch gut in alle edle Häuser. In die alten Zeiten hat man auch die Hände in Rosenwasser gemacht. Das macht schöne Energie. Sogar Avraham Avinu, unser erster Vater, wenn die Gäste sind zu ihm gekommen, hat er immer gegeben Wasserrosen, sollen sie ein bisschen wachsen. Weiter. Olivenöl ist eine gute Sache, auf den Körper zu schmieren und zu waschen. Haben wir gesagt, von allem Öl, was gibt es in dieser Welt, Gott liebt in dieser Welt Olivenöl. Und wenn ein Mensch hat in seiner Wohnung nicht gute Energie, oder ein Mensch will bringen in ein Haus, in ein Zimmer, gute Energie, oder er will ein Haus verkaufen oder wie auch immer, der Zohar sagt, soll er machen dort in diesem Haus einen Rauch von Marwe. Marwe ist Salbei. Soll er nehmen Salbei und soll er nehmen die Kräuter. Kräuter heißt Ktoret, so wie es steht in Zohar, zweiten Buch Moshe. Und in dem Tempel, um zu bekommen heilige Energie, hat man genommen diesen Salbei. Und hat man das schön gegeben, einen Rauch, und diesen, das hat genommen weg alle Sachen, wo man nicht zählt. Weil wenn es gibt keine Energie, gibt es keine Frequenz. Das ist, als ob einer will hören Radio, und plötzlich hört er im Radio diese Sprache und diese Sprache, es ist nicht klar. Und wenn ein Mensch will ein klares Sound haben, gehört auch zum Waschen, zum Duschen. Gute Energie ist auch wichtiger wie gutes Essen. Wenn jemand hat gefastet, am Yom Kippur zum Beispiel, 24 Stunden nicht gegessen und nicht getrunken und nicht Zähne geputzt und nicht gewascht und er hat geschwitzt, weil er hat gebetet, kommt Yom Kippur zu Ende. Und du willst wissen, was macht dir Energie, überleg. Oder du kommst zu Hause nach einem langen Tag. Was ist dir wichtiger? Zuerst essen? Oder zuerst waschen. Oh, nicht bei jedem. Wenn die Kabbalah sagt, nicht bei jedem, heißt nicht bei jedem. Manche sagen, ich dusche morgen. Aber in dem Moment, wo ein Mensch will, eine positive Energie heißt zuerst waschen und duschen und erst danach weiter. Okay, wir gehen jetzt zu Kleider, letzte Woche haben wir gesagt, Gedächtnis wird kaputt, wenn man legt Schuhe auf den Kopf. Ja. Negative Energie passiert, wenn Kleider sind auf dem Boden. Kleider haben auf dem Boden nichts zu suchen. Von Socken bis Handtuch. Alles, du stehst auf morgens, du willst da gute Energie. Du kannst nicht jetzt alle Kleider aufheben, leg einfach die Kleider auf dem Bett. Leg sie auf den Stuhl, aber nicht auf den Boden. Weil in dem Moment, wo deine Kleider sind auf dem Boden, ein Teil von dir, von deinen Kleider, was ist Kleider? Kleider, haben wir gelernt in Kabbalah, sind unsere Gedanken, unsere Reden und unsere Handlungen.
Unterwäsche sind unsere Gedanken. Darum muss man jeden Tag tauschen. Unsere Reden ist unsere Naheskörperkleider. Und Handlungen, das ist unser Mantel. Es hat fast immer mit uns nicht viel zu tun. Der Mantel ist da, ich bin da. Der Mensch denkt so, redet so und macht so. Das heißt, die Kleider sind nicht immer passende zu ihm. Deshalb Kleider soll man nicht auf dem Boden lassen. Es macht nicht gute Energie am Tag. Lass die Kleider auf dem Bett, auf dem Stuhl, häng sie. So soll deine Energie auch besser sein. Von Zeit zu Zeit, wenn ein Mensch will eine gute Energie, soll er kaufen neue Kleider. Also, neue Kleider, wenn ein Mensch kauft oder bekommt von jemand ein schönes Kleid, das macht ihm eine fröhliche Energie. Aber wenn jemand kauft was Neues, hat er eine saubere Energie, eine neue, so wie eine Frau, die heiratet, sie will was Neues. Deshalb gibt es Farben, wo diese Farben geben dem Mensch auch eine positive Energie, wie weiße Kleider, wie hellblaue Kleider. Die geben dem Mensch eine gute Energie, sie geben ihm, oder sogar grün. Man sieht, dass die Ärzte manchmal gehen mit grün, um den Mensch zu erwecken, eigene Heilung, so wie der Baum. So wie haben wir gesagt am Anfang, dass der Mensch ist wie der Baum, er hat zwei Teile. Er hat den Teil von dem Doktor, der Doktor ist dieser irdische Teil und die Krankenschwester ist dieser geistliche Teil. Und deshalb auch im Medical Center, die Wäsche sind weiß, um dem Mensch ein bisschen neue Energie zu erwecken. Das ist alles, was betrifft mit Kleider. Jetzt gehen wir zum Essen. Essen, die Kabbalisten geben ein paar Tipps, was ist gut zu essen. Zuerst ist sehr gut zu essen, Fenchelknollen, das was Hani hat vorbereitet, sie hat noch älteren Abend, sie kommt bald. Aber das ist Fenchelknollen. Fenchelknollen, Schumar, ist sehr, sehr gesund und sehr gut für positive Energie und um sich zu reinigen von negativer Energie. Es gibt viele Kabbalisten, sie haben das manchmal eine ganze Schüssel gegessen, Fenchelknollen. So habe ich geguckt in Google, so heißt das, Schumar. Schumar in Ivrit bedeutet auch Schomer. Weißt du, was ist Schomer? So wie Wäscher, so wie man sagt, Schmire, gell? Schmire stehen. Was ist Schmire? Schmire ist etwas, was behält deine Energie. Diese Frucht heißt Schumar. Schumar kommt von dem Wort Schomer. Das heißt, wir wollen heute die Energie schützen. Soll man dir die Energie nicht rauben? Ess Schumar. Zwei, dreimal in der Woche. Wir versuchen jeden Freitagabend zu essen Schumar. Man serviert Hühnersuppe, Schumar dazu, es ist sehr gut. Schumar ist ein Essen, was haben die Kabbalisten sehr gerne gegessen, um aufzupassen, die Energie. Jetzt, das ist alles, um die Energieschutz zu behalten. Welche Frucht haben sie gegessen, um Freude zu bekommen, um Energie zu bekommen? Ihr werdet nicht glauben. Banane. Wieso Banane? Weil Banane bekommt ihre Chlorophyll von der Sonne. Sie braucht nur Wärme. Und guck mal, wenn Kinder kommen in den Zoo, wo gucken sie gerne? Bei den Affen oder bei dem Krokodil? Bei den Affen, weil die Affen sind so wie Hasidim, Banane. Sie tanzen, sie jubeln, sie machen schöne Stimmung. Niemand kommt in den Zoo und er will sein, der Krokodil ist langweilig. Und was machen die Affen? Die hacken Banane und erzählen keine Plotkes und freuen sich und gucken auf alle anderen Leute. Und Shabbat Shalom, also das Gute, deshalb haben sie gegessen Banane. Und Banane macht gleich die Muskeln zu das heißt eine gute Sache und guter Zucker. Die nächste Sache ist Petersilie. Petersilie haben sie auch, das steht in den Schriften von die Petersilie. Petersilie. Ja, das ist der, in diesem Moment haben wir über dich gesprochen. Über die. Und jetzt, was soll man nicht essen? Soll man nicht essen von Menschen, die dir nicht gönnen oder bei denen? Gott behüte. Wenn jemand ist ein Geiziger, wenn jemand ist ein Missgünster,
wenn du isst gegenüber ihm und er guckt dir bei dir oder in deinen Teller, egal was er dir, ess nicht mit ihm. Ess nicht. Dieses Essen wird Gift. Sogar, ihr werdet nicht glauben, das ist pur Mystika. Auch die Geflügel und die Fische wissen, ob der Jäger oder der Engler ist ein Großzügiger oder ein Geiziger. Die spüren es. Stell mal vor, wenn der Jäger oder der Engler, der Fischer, ist ein Großzügiger und er gibt Wurmalach und er gibt gute Sachen, Futter, auch wenn er will etwas haben. Aber wenn du willst was haben, gib viel, es bekommen viel. Was bekommen, geben ein bisschen, was kriegen Kadoches. Also man muss schon dem anderen was geben, um zu bekommen. Und man sieht das in vielen Ländern, zum Beispiel wenn du gehst in Türkei oder sogar in Israel, man sagt dir immer, trink einen Tee, iss eine Baklava. Sie wollen dir Baklava geben, sie wollen dir verkaufen ein Uhr. Aber in dem Moment, wenn hast du was gegessen, Essen macht dem anderen schon in dein Energie. Deshalb, wenn ihr wollt, mitnehmen, was ist diese ganze Geschäftessen? Geschäftessen ist eine wichtige Sache. Weil in dem Moment, wie unsere Essen haben sich fusioniert und wir haben gegessen, einer von dem anderen, wir haben schon Kontakt. Und deshalb, wenn du willst mit dem anderen unverbindlich zu sein, nicht essen beim ersten Date. Beim ersten Date sollt ihr trinken Kaffee, bitter Lemon, ein Tee. Gefällt dir? Beim nächsten Date kannst du schon essen Fruchtcocktail. beim dritten kannst du schon essen ein bisschen mehr. Aber was machen Leute heute? Schon beim ersten Mal essen. Und sie glauben, die sind schon verbunden, man kann schon morgen heiraten. Und die Sache ist nicht so gut. Deshalb soll man nicht essen mit die. Ja. Jetzt gehen wir an die Fragen. Bitte. Reden habe ich noch nicht gesagt. Oh, dann erzähle ich über Reden. Eine haben wir schon gesagt, gute Nachrichten. Gute Nachrichten, gute Nachrichten, gute Nachrichten. Gute Nachrichten leider haben in dieser Welt kein Rating. Wenn eine Zeitung wird machen, eine Zeitung von guten Nachrichten, morgen ist er bankrott. Also wer wird kaufen eine Zeitung, die erzählt gute Sachen? Ein Mensch will nur hören Sachen von diesen vier. Immer sollt ihr wissen, wenn Menschen reden, über in Cafeterie zum Beispiel, es gibt immer nur zwei Themen. Genuss und Beziehungen. Das sind immer die zwei Themen. Immer. Genuss ist die irdische Gespräch und Beziehungen ist das geistliche Gespräch. Schluss. Immer wenn du siehst Leute im Café 2 sitzen, sollst wissen, es geht über Beziehungen oder über Genuss. Einer von beiden. Gibt es nicht noch einen. Was reden sie doch? Sie reden über eine von den zwei Sachen. Aber gute Nachrichten dank dem anderen mit Energie. Zweite Sache ist Beten. Beten macht Schutz von nicht guter Energie. Und zweimal morgens soll ein Mensch sagen, soll Gott ihm schützen von einem schlechten Mensch und von einem schlechten Freund. Ein schlechter Freund ist eine, was ich kann. Und ein schlechter Mensch ist eine, was ich kann per Zufall heute begegnen. Dann sage ich Gott, soll er mir schützen heute von einem Mensch, was ich nicht kann. Und auch von meinen Freunden, weil auch ein Mensch, der sich nennt als dein Freund, manchmal, du kannst sein ein Opfer für seine Drogensucht von Vampir-Raubenergie. Er ist irgendwie verbissen und verbittert über etwas und du bist irgendwie schuldig. Und jetzt, gib dem anderen Menschen immer drei Chancen. Wenn kommt einer und er macht euch leer und ihr habt ihm vorgeschlagen, soll er das machen, soll er jenes machen, habt ihr auch wirklich was getan. Nach dreimal, wo ihr spürt, der Mensch macht euch Betäubung, ihr fühlt, dass ihr seid unter Drogen durch diese Gefühle, hör auf zu nehmen dieses Medikament. Jeden Antibiotik steht geschrieben bei Nebenwirkung oder Übelkeit.
Sofort aufhören, die Medizin zu nehmen. Steht überall geschrieben, auch in Deutsch, glaube ich. Ja? Aufhören. Weil in dem Moment, wo du siehst, Nebenwirkung, Nebenwirkung ist etwas in dieser Beziehung nicht gesund. Es kann nicht sein, dass es dir nach unten so zieht und so nicht normal macht. Das ist das Beten. Und die dritte heißt Glauben. Nutzen immer bei positiver Energie. Bei positiver Energie gehört immer die Wörter Hoffnung, Änderung, Steigen, Wachsen, Blühen, Glauben. Das sind immer positive Energie. Menschen, die mit euch, weil bis vor 3000 Jahren war diese Sprache nicht in der Welt. Menschen haben nicht gesprochen, diese Melodie. Und diese Melodie hört man sehr wenig in unseren Kreisen. Wer spricht mit dir schon über Glaube, glaubt an dir, Hoffnung, Änderung, Wachsen? Das sind alle Wörter, wo diese Wörter schenken dem Mensch schon positive Energie. Und diese positive Energie sind sehr, sehr wichtig. Und jeder soll sich Gruppen suchen, wo er dort tanken kann, diese Energie. Manchmal bist du eingeladen, einen Abend zu Freunden. Und du siehst bei den Freunden und alle reden an dem Abend Plotkes und schwätzen und wie kommst du nach Hause? Getankt oder geleert? Geleert, dann warum gehst du zweite Mal? Was willst du? Wieso gehst du noch einmal, wenn du bist gekommen leer? Und du weißt, in dieser Begegnung hat man gesprochen über andere. Jetzt bist du weg. Wer ist der Thema? Du selbst. Mazel Tov. Also, du bist jetzt, ihren Appetit, du hast gegeben jetzt eine Idee, die reden dir, was hast du angehört, was hast du nicht angehört, was hast du zu angehört, alles, was brauchst du das? Geh dort, wo du wächst. Das heißt, positive Menschen, das sind Menschen, die dir wachsen lassen. Jetzt, wie weiß man auf einen Mensch, ob er lebt oder er ist nicht am Leben? So wie Bäume. Wenn der Baum wächst, lebt er. Wenn der Baum wächst nicht, lebt er nicht. Das heißt, wie weißt du, ob ein Mensch ist er am Leben oder nicht? In dem Moment, wo er kriegt die obere Metabolism, haben wir gesagt, die untere Teile, der Materialismus von dem Baum, die Mineralien, irgendwann haben keine Kräfte. Aber die Sonne, die Energie, die Umgebung, die alle Sachen geben dem Baum neue Kräfte. Und interessant, die Kabbalisten sagen, man sieht nicht Bäume in dieser Welt, die älter sind als Adam und Eva. Adam und Eva sind von 5773 Jahren. Bäume haben Biografie, genauso wie ein Mensch. Die Wissenschaft spricht von vielen Jahren, aber sie spricht nicht von Biografie. Sie spricht von Entwicklungen. Nach der Kabbala gibt es manchmal schnelle Entwicklungen. Das heißt, manchmal hat Gott geschafft, Steine, die schon alt sind, oder Steine, die in die Geschichte schnell geändert. Deshalb die Kabbalisten sehen in ihrem Lebensspektrum Bäume und Menschen identisch. Ja. Das sind die drei Sachen von Reden. Gute Nachrichten, Beten und Glaube. Ich glaube an dir, du wirst schaffen, du bist ein Guter, du hast viele Vorteile. Einer, der glaubt an dir. Jeden Mensch glaubt, einer, der an ihn glaubt. Wenn einer glaubt an dir oder eine Gruppe, erzählen einer dem anderen gute Wörter, Hoffnung, Wachsen, es wird funktionieren. Und wenn ein Mensch hört die ganze Zeit in seine Gruppen, es geht nicht, das können wir nicht. Was ist der Unterschied zwischen Kabbala sitzen und lernen oder ein Teamarbeit im Geschäft? Im Geschäft, jeder denkt nur über sich, was kann er bekommen von dem Kuchen. Er denkt die ganzen Plan in dem ganzen Gespräch, ob die ganzen Stundenplan passen. Das heißt, deshalb kommst du raus von so einem Gespräch leer. Weil jeder will den Kuchen hacken. Jeder will beißen. Was passiert, wenn man kommt, geistig zu entwickeln? Sitzen hier alle, wo jeder will von seinem weiten Weg und seiner Erfahrung hier was schenken, dass wir jeden nach Hause gehen und umsetzen diese positive Energie. Gut, weiter. Zwei. Bitte schön, Elvira.
Was sind die drei Teile, durch die man die Energie spürt? Ort, Zeit und Mensch. Sehr gut. Durch. Und jeder Mensch soll sich in aller Ruhe später machen eine Liste, in welchem Ort bekommt er gute Energie und in welchem Ort hat er nicht gute Energie. Und manchmal, interessant, es gibt Ort, wo der Ort an sich gibt dir keine Energie, aber wegen dem Mensch hast du eine andere Energie. Zum Beispiel, ich weiß ein paar Leute, die kommen zu mir in die Synagoge, nicht weil sie in die Synagoge die Energie bekommen. Sie kommen, weil sie wollen die Menschen treffen, sie wollen mich treffen, sie lieben. Das heißt, manchmal, wenn es gibt irgendeinen Ort, der dir nicht gefällt, und du sollst überlegen, wieso Friedhof gefällt mir nicht? Was erweckt das bei mir? Nimm einen Mensch, wo dieser Mensch ist für dich eine positive Energie und versuch auch diesen Platz zu positiver Energie machen. Zum Beispiel bei mir, als Kind habe ich einmal im Wasser getrunken. Und deshalb jahrelang Wasser war bei mir nicht gute Energie. Und immer habe ich mich so unbequem gefühlt, wenn wir sind gegangen in Wasser oder so. Aber in dem Moment, wo du gehst mit Menschen, die dir gute Energie geben, die helfen dir in diesem Ort, wo du bekommst nicht gute Energie, auch zum Schluss zu lieben, dem Ort auch ohne diesen Mensch, der diese Energie dir beigebracht hat. Das ist die Idee vom Ort. Genauso ist auch mit Zeit. Es gibt Zeiten, wo diese Zeiten sind bei dir Panik. Ende von Jahr, gibt es Leute, gibt es Feiertage, ein neues Jahr, die sind außer sich. Weil es erinnert bei denen Familienkonflikt, die Schwester ist geschieden, die Mutter, blablabla. Was weiß ich. Versuch das durch andere Menschen korrigieren. Und genauso ist auch bei Menschen. Und ich sage euch klare Wörter. Menschen, die uns schnelle Überreaktion Ratschläge geben, sie wollen nicht unsere Gutes, sie wollen manchmal unsere Schlechtes. Es gibt Menschen, wo du sagst dem anderen Probleme in deiner Beziehung, der andere sagt, dann schmeiß ihn weg. Was das ist? Socken? Oder Mülleimer? Was heißt schmeiß ihn weg? Seit wann schmeißt man? Weil dein Leben hat nicht geklappt und du hast dich geschieden, sagst du dem anderen, schmeiß ihn weg. Geh zu derjenigen, das heißt so, Rambam sagt, ich zitiere das, was er sagt, deine Sorgen und negative Energie erzählen nur professionelle, weise Menschen und wissenschaftliche Menschen, die deine Kümmer auf die Hälfte machen und nicht diejenigen, die deine Kümmer doppelt machen. Ganz einfach. Hast du irgendeine Schwierigkeit? Geh zum Psychologen, geh zum Rebbe, geh zu einem positiven Mensch, der wird einen großen Kummer wird machen 50%. Was machen Leute? Die gehen zu die Schwägerin, sie gehen zu irgendeiner Freundin, die hat keine Erfahrung und sie sagt, mein Mann, habe ich mit ihm ein Problem. Was sagt die Freundin? Schmeiß ihn weg. Shabbat Shalom, schmeiß ihn weg. Das ist nicht nur, dass sie hat Probleme, jetzt muss sie ihn noch schmeißen. Es war 50% Probleme, jetzt hat sie 100. Das heißt, 100 Problem, 100% bedeutet, ihn wegzuschmeißen. Macht das nicht, diese negative Energie. Das sind die drei Orte, wo es gibt Energie. Weiter, Frage 3. Was macht man, wenn jemand negative Sachen erzählt und wann ist dies erlaubt? Ja, es gibt drei Ausnahmen, wo darf man böse Rede oder schlechte Rede erzählen. Drei Ausnahmen. Wie immer in die Tora gibt es immer Regel, aber auch in dem Regel gibt es noch eine Regel. Diese Regel heißt, in Beziehungen, wenn eine fragt dich über eine Frau oder über einen Mann, darfst du sagen, deine Erfahrungen, nicht das, was hast du gehört. Weil manchmal das, was hast du gehört, ist falsch. Aber das, was hast du erlebt, ist hoffentlich eine gute Sache. Es gibt eine Geschichte von einem Bekannten von mir, ein Rabbiner, der in seiner Shiurim war eine sehr gute Junge. Er hat gesagt, seine Frau, kannst du für diese Junge ein gutes Mädel finden? Sagt die Frau, ja. Sie hat gerufen ihre Freundin und sie ist mit dieser Junge gegangen. Danach ruft die Freundin diese Frau und sie sagt, was für ein Junge hast du mir geschickt? Es war die Hölle, diese Date. Sie kam zu ihrem Mann und sie sagt, wieso sagst du, du beschämst dich auf dein Wort gelassen? Sagt der Mann, vielleicht die Frau ist komisch. Such noch eine Freundin.
ging eine zweite Freundin. Und die zweite Freundin ruft ihr und sie sagt mir die gleichen Wörter. Dieser Junge, es war ein Hölle-Date. Sie sagt ihrem Mann, bitte, ich vermittle nicht mehr deinen Freund. Ist vorbei. Nach 3 Wochen hat die Rebbetzin gehört, dass diese Junge hat geheiratet mit ihrer besten Freundin. Und sie hat gesagt, Gott sei Dank hat sie mir nicht gefragt. Hätte sie mir gefragt, ich hätte sie gesagt, nur Schlimmes. Das heißt, in Beziehung, es ist erlaubt, die Wahrheit zu sagen. Und auch sehr vorsichtig. Die Frage ist, ob die Beziehung hat begonnen oder die Beziehung hat noch nicht begonnen. Und da sage ich euch eine klare Sache verlieben. Leute wollen nicht ihre Meinung haben. Leute wollen ihre Segen und ihre Bestätigung. Schlusspunkt. Weil wenn sie wollen ihre Ratschlag, kommen sie vorher. Wenn jemand kommt nachher, nachdem ist er gegangen, nachdem ist er gekauft, er will nur dein Segen. Shabbat Shalom. Ja. Weil er ist nicht, wenn er wollte früher, hätte er früher gekommen. In dem Moment, wo jemand erzählt dir schon ein Resultat von etwas, er will nur dein Segen. Dann gib ihm den Segen, gib ihm die Bestätigung, niemand fragt deine Meinung. Deine Meinung fragt man, wenn jemand fragt von vornherein, noch nicht begonnen, noch nicht getroffen, noch nicht gekauft, noch nichts. Da kannst du die Meinung sagen, hat man begonnen, erledigt. Einmal bekomme ich ein Telefon aus Israel. Es gibt eine Junge bei euch in Frankfurt. Wir wollten wissen, ob er raucht oder nicht. Ob er raucht, Zigaretten. Habe ich gesagt, ich sehe ihn in die Synagoge raucht er nicht. Gut, am nächsten Tag haben die beide verlobt. Ich habe verstanden, die Leute haben schon eine Leingebeziehung. Dann warten sie nur noch eine Frage oder so. Was darf man da jetzt alles sagen? Versuch irgendwie sagen gute Sachen. Weil wenn du sagst gute Sachen, aber manchmal gibt es objektive Sachen, wo man muss warnen, da ist auch erlaubt zu erzählen, Lashon Hara. Genauso die zweite Sache ist mit Geschäften. Geschäften ist auch eine Sache in die Torah, wo einer hat viele Menschen reingelegt und Menschenvertrauen gebrochen. Und jemand fragt dich, was sagst du, soll ich bei ihm investieren Geld? Darfst du nur sagen, deine Erfahrung. Meine Erfahrung war nicht gut. Und du darfst auch nicht sagen, was war. Du darfst nicht sagen, ich habe gehört über schlechte Erfahrungen. Du darfst nur reden vom ersten Gefäß. Nur vom ersten Linie. Und die dritte Sache ist, böse Rede kann man nur erzählen, wenn es wird helfen, dass etwas wird besser passieren. Das heißt, wenn jemand glaubt, er wird was erzählen und damit wird sein Leben besser sein, hat man ihn beleidigt, hat man ihn bedroht, hat man ihm, er muss sagen, weil es wird ihm helfen am Leben. Die Sachen sind erlaubt. Wenn das ist nicht diese drei Bedingungen, böse Rede ist nicht erlaubt. Darf man nicht reden über jemand anders. Und wenn, was passiert, wenn jemand beginnt, dir zu erzählen, böse Rede über jemand anders? Jeden Mensch soll bei sich haben irgendein spannendes Thema von sich. Jemand kommt zu und sagt, weißt du, gestern hat Sarah mit Moshe gegangen zum Bar Mitzwa. Und mit wem habe ich sie gesehen in der Treppe? Stopp, sag, ich wollte dir was sagen, weißt du, was war mit mir gestern? Frag nicht. Wenn er sagt, lass mich zu Ende, das ist nicht dein Freund. Wenn die Geschichte von Moshe und Sarah ist dein Freund mehr interessant als das, was du ihm erzählen willst über dich, das ist nicht dein Freund. Mach immer in die Tasche eigene spannende Geschichte von deinem Leben. Ich wollte dir sagen, was ich mache morgen. Versuch ihn zu stoppen mit deiner eigenen Erfahrung, spannende Erfahrung. Jeden Mensch soll behalten in die Tasche, ich wollte dir was zeigen. Guck mal, was habe ich bekommen heute. Und wenn der andere will nicht stoppen, das ist ein Energierauber. Er will seine Meinung mit einer Pistole aufzwingen, bis heute. Ich habe heute gehört, dass einer kommt zum Doktor und er erzählt, mein Kopf tut weh und mein Hals tut weh und meine Beine tun weh und erzählt, sagt der Arzt, nimm raus bitte deine Zunge. Er nimmt raus die Zunge und der Doktor schreibt. Und dann sagt der Doktor, haben Sie überhaupt nicht die Zunge geguckt? Sagt er, ja, aber du bist still. Also, ich kann mindestens was schreiben, er pappelt, dann pappelt, dann kann ich was schreiben. In dem Moment, wo die Zunge war draußen, ich konnte was schreiben. Ja.
weiter. Vier. Was ist die edle Grenze zwischen Retten und Ertränken, fragt Reboscher Freund. Ja, Reboscher Freund hat gesagt, sein großer Kabbalist in Jerusalem, dass die Grenze zwischen Ertrinken und Retten ist, ob du kannst retten oder du kannst nicht retten. Gibt es Leute, die haben nicht gelernt zu retten? Es gibt Leute, die haben gelernt. Hast du gelernt? Kannst du retten? Rette diejenigen, die für deine Rettung bezahlen, und rette diejenigen, die in dein Leben verpflichtet sind. Außer die Leute bist du nicht verpflichtet, jetzt jeden Menschen in dieser Welt zu retten. Bist du nicht verpflichtet? Du kannst nicht jetzt alle Kranke von jedem Haus gehen und retten. Du kannst auch nicht jetzt alle elenden Menschen helfen. Aber Menschen, die in deinem Kreis, die dir begleiten in irgendeiner Art und Weise, und das eine geben und nehmen, und Menschen sind manchmal nicht zu unterschätzen. Es gibt Leute, die sind so lieb, die sind wirklich für den anderen schon an die Idee, dass du weißt, dass einer sagt dir, ruf mich 24 Stunden, wenn du was brauchst. Wir werden dir nehmen zum Krankenhaus, zur Apotheke. Er muss das nicht machen. Aber du weißt, existiert ihm schon eine halbe Miete, schon ein Gut. Für diesen Mensch hast du Platz, wenn er was braucht, ich bin für ihn auch da. Aber in dem Moment, wo jemand ist nur ein Energiezieher und du hast ihm in Probe gestellt, 1, 2, 3, und er hat für dich nichts getan, cut. Schneid sofort, da ist die Entscheidung, Entscheidung. Verstanden? Nicht verstanden? Verstanden. Ja. Ja, fünf, bitteschön. Was sind die vier Typen der Energie? Ja, bitteschön, sag. Ich. Wenn du möchtest. Ah, so. Vier Typen der Energie. Ja, Erde, Feuer, beginn von. Feuer, Wasser, Wind und Erde. Ja. Ja, wie sieht aus jeder davon? Wie erkennst du beim anderen, was für ein Energietyp ist er? Sag zu uns! Erde jammert die ganze Zeit. Wasser spricht davon, was sie so Schönes gemacht hat, und zieht mich damit runter, weil ich eigentlich auch so sein müsste, aber kann den Umständen entsprechend jetzt nicht. Dann gibt es Wind, die ständig etwas reden, was eigentlich gar keinen Sinn zur Zeit macht. Die einfach den Raum befüllen, aber mit sinnlosen Sachen. Wow, ich mag diesen Begriff. Sehr gut. Sehr gut, danke. Feuer. Wind, Feuer. Die einen erniedrigen mit ihren narzisstischen Vorstellungen und Wind. Und auch Reuegefühl dem anderen geben. Alles, was hast du gekauft, er hat gekauft die Hälfte Preis. Ja. Und alles, was hast du verkauft, er hat verkauft doppelt. Wenn jemand fragt dir eine Meinung, und das wiederhole ich und damit beende ich den Shiur. Frage von jemand ist eine Bestätigung bedarf und nicht ein Ratschlag meistens. Wenn jemand sagt dir, wie steht mir diesen Hemd? Hat er schon gekauft, der Hemd? Was sollst du ihm jetzt die Wahrheit sagen? Braucht man nicht. Wenn jemand beginnt in dieser Welt mit Wahrheit zu leben, die nächste Welt heißt Welt die Wahrheit. In diese Welt ist Welt die Lüge. Und in die Welt die Lüge soll man nicht lügen, aber soll nicht immer die ganze Wahrheit sagen. Das ist ein riesiger Unterschied. Das heißt, manchmal um Frieden zu stiften, braucht man nicht immer sagen, was man wirklich denkt. Ich kann mich erinnern, ich kam einmal nach Israel und in Kiryat Malachi stehen dort zwei Grusiners und sie streiten, ob Skoda ist genauso wie Mercedes. Streiten! Plötzlich komme ich raus von meinem Auto. Sie sagen, hä? Hier ist Rabbi Raskin von Deutschland. Komm. Sag du, stimmt? In Deutschland ist Skoda wie Mercedes? Habe ich gesagt, für manche Leute, Skoda ist viel besser. Schluss. Aber was soll ich sagen, Skoda und Mercedes sind zwei Liga? Ich habe gesagt, für manche Leute, Skoda ist, siehst du, für manche Leute ist Skoda viel besser. Das ist immer eine Einstellung, wie du mit der Sache umgehst. Ich wünsche euch alle, und wir beenden heute ohne Fragen und auch nicht zu mir Fragen. Wir bleiben mit dieser positiven Energie. Eine gute Woche, bis nächste Woche. Ja. Die Dose wartet auf eure gute Energie. Und nehmt diese gute Energie auch nach Hause.
und bearbeite sie ab morgen. Tschüss, Shabbat Shalom. Danke. Genau. Shalom Aleichem, guten Abend allerseits. Energie ist sehr wichtig. Energie ist im Prinzip alles. Energie ist unsere göttliche Kraft, unsere Hoffnung, unsere Freude, unsere Glaube. Das ist unser seelischer Strom. Die wird in dieser Welt sehr wenig darüber gesprochen. Immer wenn ein Mensch hat so mit seinen Bäumen, Wurzeln, verschiedene Blockaden, sagt man ihm, trink genug Wasser, nimm ein bisschen frische Luft. Stimmt, Wasser muss rein sein. Luft muss rein sein. Es gibt gute Wasser und es gibt gute Luft und es gibt ein bisschen andere Luft. Das heißt, man spricht von der Luft, man spricht von dem Wasser, aber die Kabbalah sagt, das, was uns wirklich unsere Akkordeon zumacht oder aufmacht, die Melodie beginnt immer bei der Energie. Manchmal ein Mensch kommt zu einem Abend, schöne Kleider, schön geduscht, gutes Essen, gute Luft, alles schön. Kommt irgendein Energieräuber und kommt auf ihn als Opfer. Wir werden bald sehen, die Energiesüchtigen beim anderen, die sind so wie drogensüchtig. Sie kommen schon zu jedem, um zu betteln. Also die Kabbalah gibt gefährliche Definitionen für Energieräubers. Die sind süchtig. Also die suchen irgendeinen, wo seine Augen glänzen noch. Und sie wollen ihm, gerade die Menschen, die sich geistlich entwickeln oder Menschen, die sich hoch wollen, die bekommen gleich die Macke und ihre Energie wird runter. Wir werden das versuchen heute, die Sache zu bearbeiten. Zuerst, wie sagt man Energie in der Stummsprache? Also gibt es doch im Fernsehen, einer sagt Nachrichten und der andere sagt mit der Ende. Ja, aber wie sagt man Energie mit der Ende? Energie mit der Ende sagt man so. Immer. Das ist immer Energie. Immer wenn man zeigt diese Bewegung, sollt ihr wissen, das ist Energie. Dranbleiben mit den Händen. Ja, so mit den Händen machen, das ist immer Energie. Immer so eine nach oben, eine nach unten, das ist immer Energie. Immer Wörter von Energie. Energiestrom, Energie, alles, alle Wörter von Energie, immer in der Stummsprache ist so. Jetzt. Menschen, die Energie klauen oder Energie räuben, oder die sind Energie Arpad. Arpad ist so ein Nachtsvogel. Vampir. Oh. Fliegemäuse. Ja, diese Mischproche, ja. Fliegende Hunde. Diese Mischproche von Energie Vampirs, die sind Leute, egal was du tust, die ziehen die runter.
Am Anfang sagt er, ich habe so Durst, ich habe so einen Durst, ich habe so einen Durst. Ich muss trinken, ich habe so einen Durst. Ich habe so, bitteschön, trink ein Glas Wasser. Er trinkt, danach sagt er, ich hatte so einen Durst gehabt. Glaub mir, ich hatte so einen Durst gehabt, ich wusste nicht. Ich hab, was willst du? Hast du Durst, geh trinken. Hast du Durst gehabt, lass der andere in Ruhe. Was willst du von den Menschen? Wer braucht jetzt deine überflüssigen Wörter, um dem anderen in ein paar Minuten ein Opfer zu sein, zu deiner Energie? Deshalb, Menschen, die machen keine spirituelle Arbeit an sich, die sind Menschen, die ein bisschen zynisch, die sind ein bisschen sarkastisch, die sind zu realistisch. Du gehst lernen Kabbalah, bald wirst du eine Madonna sein. Du wirst reich, also man versucht gleich dem anderen so stechen und gleich ihm irgendwie realistisch zu machen, was brauchst du, diese spirituellen Sachen. Und die machen dir gleich runter in diese Boden, dass dein Selbstbewusstsein, deine Energie ist sofort betroffen. Gut. Haben wir gesagt, wenn jemand kommt zu dir und er hat bei dir Energie geraubt, du fühlst in dich Wolken. So, als ob einer der kommt und ladet bei dir einen ganzen Tank von Müll ein und du weißt nicht, wo zu beginnen, was wollte ich gerade machen? Der hat dem anderen total geraubt. Zum Beispiel, ich gebe ein einfaches Beispiel, kommt ein Kollege zu dir und lästert über anderen oder immer raubt bei dir Energie. Was sollst du machen? Grenze setzen. Mit mir reden zwischen 12 und halb 1. Wenn du Grenze setzt, er wird nicht kommen jede halbe Stunde und dir irgendwie eine Geschichte erzählen. Also wenn du dir einfach Rahmen machst, kann nicht jeden kommen zu dir und rauben Drogen, wenn es fehlt momentan. Es gibt Leute, die sind süchtig. Sie gehen auf die Korridor, sie suchen einen, der hat ein bisschen Energie. Hast du gehört, was ist passiert? Ich mache mir total Sorgen über den Rückenschmerzen von der Sekretärin. Lass, mach Grenze und lass das nicht. Und oder sag dem anderen eindeutig, ich möchte nicht lästern oder pappeln oder reden über andere Menschen. Ein Mensch hat sein Recht zu sagen, ich will nicht hören Lashon Hara. Lashon Hara bedeutet böse, übel, rede über den anderen, weil eins sage ich euch, wenn jemand euch erzählt, übel rede über anderen, erzählt der anderen übel rede über euch. Einfache Gesetz. Das heißt, in dem Moment, wo jemand mir erzählt schlechte Sachen über jemand anders, er hat schon bei mir Energie geraubt, weil ich weiß, derjenige erzählt auch über mich bei jemand anders. Dann sofort mach Stopp. Du weißt, der andere ist gekommen, du bist jetzt ein Opfer von Energie, er klaut von dir und du wirst später frustriert und kaputt sein. Okay, wir beginnen den Weg. Wir beten jeden Morgen, guten Abend, soll Gott uns entfernen und Gott soll uns schützen von einem bösen Mensch und von einem bösen Freund. Das ist unser Gebet jeden Morgen. Liebe Gott, schütze mir heute von einem bösen Mensch und von einem bösen Freund, ein schlechter. Genauso sagen wir das zweimal. Warum zweimal? Einmal schütze mir und einmal entferne mir. Weil interessant mich, weil manchmal ein Mensch will, soll man bei ihm Energie rauben. Er ist schon so ein Masochist. Er braucht diesen Gefühl, alles ist gut in seinem Leben. Aber er reizt an die negative Energie. Zweimal alles gut und fein, er ist schön aufgestanden, alles am Leben ungefähr packt sich, aber es kann nicht sein, ist alles so gut. Dann sieht er irgendeinen Hund und er weiß, dieser Hund beißt und er reizt den an. Zum Schluss beißt er, das ist doch klar. Okay, wir gehen weiter. Die einzige Lebewesen in dieser Welt, die wächst, horizontal und nicht wie? Vertikal. Vertikal und nicht horizontal ist ein Baum. Alle Sachen wachsen so. Die zwei Sachen, die in dieser Welt wachsen, so, nach oben, ist ein Baum
und ein Mensch. Deshalb nach der Kabbalah, ein Mensch ist wie ein Baum, der trägt Früchte. Nur ein Baum seine Wurzeln in die Erde. Ein Mensch seine Wurzeln sind im Himmel. Das heißt, der Mensch ist ein Lebewesen, der geht in diese Welt auf den Kopf. Also er geht auf den Kopf, weil seine Wurzeln sind im Himmel. Ein Mensch ist wie ein Baum. Jetzt, ein Baum hat zwei Teile. Irdische Teil, körperliche Teil und geistliche, seelische Teil. Von der Erde, was nimmt er? Mineralen, Wasser, alles was er braucht. Aber das reicht ihm nicht. Was braucht er, um wirklich süße Früchte zu geben? Er braucht Chlorophyll. Er muss umwandeln, Photosynthese von der Sonne, um zu bringen seine Früchte. Und in dem Moment, wo der Baum bekommt von oben, von der Sonne, seine Früchte, der Kinder kommt, der heißt Sohn. Warum heißt er Sohn? In Jiddisch Asun. Das ist mein Sohn. Warum sagt man Asun? Weil der Sohn kommt nicht jetzt von den Wurzeln von der Erde. Der Sohn kommt durch die Umwandeln von der Sonne, die gibt dem Kraft, dass der Baum bekommt neue Kräfte. Das heißt so. Ein Mensch, wenn er kommt in Krankenhaus, zum Beispiel, es gibt zwei, die ihm helfen. Eine ist der Doktor, der Chirurg, und die zweite ist die Schwester mit dem Spoche. Jeder heilt ein Stickel. Jeder weiß, dass Menschen, die haben Spoche, Familie und gute Schwester, werden schneller gesund, als Menschen, die haben noch einen guten Doktor. Ein guter Doktor ist sehr gut. Für welchen Teil? Für den körperlichen Teil. Weil ein Doktor, ein konventioneller Doktor, das ist einer, der macht das wie Installation. Er ist wie ein Gärtner. Der Gärtner macht seine. Er weiß, wie die Sachen funktionieren. Aber die Krankenschwester, die Mischproche, die sind diejenigen, die lassen bei dem Mensch neue Metabolismen, neue Leben zu schenken. Das heißt so, der Baum von unten, wenn er ist tot, ist er tot. Das bekommt nicht neues Leben. Wann bekommt der Baum neues Leben? Durch die Sachen, die er bearbeitet vom Himmel. Durch Wetter, durch Sonne, durch die Geschenke, was Gott gibt ihm vom Himmel. Genau so, aber genau ist der Mensch. Jetzt, wenn kommen jetzt Raubvögel oder Vampire oder Würmer, jeder beißt was anders. Es gibt Raubvögel, es gibt Würmer und die alle machen den Baum, den stärksten Baum in der Welt, sie können ihn kaputt machen. Nach der Kabbalah, die Zunge ist ein Wurm. Die Zunge ist ein Wurm. Wurm, die Zunge kann Leben schenken und der Wurm kann auch jemanden knicken und fallen lassen. Gott behüte. Ja. Guten Abend, schon mal. Geht's? Alles okay? Okay. Okay, wir beginnen dem ersten Zitat und so beginnen wir unsere Schuhe heute. Bitte schön lesen, laut und langsam. Und Rabbi Joshua sagte, das böse Auge, böse Leidenschaft und Menschenhass bringen den Menschen aus der Welt. Es gibt drei Sachen in dieser Welt, wo ein Mensch hat Beziehungen in dieser Welt. Böse Auge ist Neid. Trieb ist
ist Leidenschaft. Und Menschenhass ist Ehre. Was heißt das? Eine ist Beziehung, böse Auge ist Beziehung der Mensch mit sich selbst. Trieb ist die Beziehung zwischen Mensch und sein Schöpfer, Gott im Himmel. Und Menschenhass, das ist Beziehung zu Menschen. Jetzt, guck mal, wie die Welt hat sich nicht geändert. Wie hat die Welt begonnen? Es war Adam und Chava. Adam und Chava haben geheiratet und sie haben bekommen Zwilling. Eine heißt Kain und seine Frau. Gut. Danach Adam und Chava waren noch einmal miteinander. Es ist gekommen ein Drilling. Hevel mit zwei Mädelach. Nun, in dieser Welt gibt es schon drei Paare. Adam und Chava, Kain und seine einzige Zwillingsschwester, der hat mit sie geheiratet, und Hevel mit zwei Frauen, zwei Zwillingsschwestern. Gut, jeder hat entschieden, was anderes zu tun in dieser Welt. Kain hat entschieden, er ist ein Hackerbauer, er arbeitet in der Erde, wo man muss viel Geduld und langfristig bleiben, und Hevel ist ein lockerer Mensch, Schafhirte, er kann Flöte spielen, schöne Musik, hat er ein schönes Leben, ein Eingestellter, der denkt nur über seinen Urlaub. Also einer, der wirklich sein Leben locker lebt. Dann beginnt drei Sachen. Beide bringen Opfer. Gott nimmt dem Opfer von Hevel und nicht von Kain. Zweite Sache. Kain war neidisch auf seinen Bruder. Wieso hat er zwei Frauen? Und bei Kain ist nur ein Mädel. Er hat eine mehr. Wie kann das sein? Und drittens, wie kann sein, dass Adam und Chava werden sterben? Wir müssen auf die Erbschaft teilen. Und ich muss mit dem die halbe Welt teilen. Geht nicht, ich will die ganze Welt. Und Kain ist gekommen. Und er hat seinen Bruder Hevel, seinen besten Freund, getötet. Das war der erste Mord in der Welt und seitdem hat sich nicht geändert. Menschen bringen sich um eine dem anderen nur wegen die drei Möglichkeiten. Religion, Frauen und Geld. Oder in andere Wörter, Neid, Triebhaftigkeit und Ehrgeiz. Die Welt hat sich null geändert. Das, was war damals, das ist noch geblieben heute, bis bei uns Menschen heute. Jetzt, Menschen haben in ihrem Leben eine natürliche Erbitterung. Das ist Natur von einem Menschen. Er hat eine Erbitterung über seine Eltern, er hat eine Erbitterung über verschiedene Schicksale und deshalb der Mensch hat ein böses Auge. Böse Auge bedeutet, dem anderen nicht zu gönnen. Zu gönnen ist eine schwierige Sache. Und deshalb, genauso wie man kann jemand kaputt machen mit den Händen, kann man jemand kaputt machen mit den Augen. In dem Moment, wo ein Mensch sieht, wieso hat er bekommen mehr, macht er schon dem anderen kaputt. Ich gebe euch ein Beispiel. Es gibt ein Kind in der Schule, wo der Lehrer liebt ihn sehr. Und er soll bekommen zwei, aber der Lehrer liebt ihn. Wie viel gibt er ihm? Eins. Der Junge war nicht in Kabbalah lernen. Er geht und er erzählt das weiter. Und dann kommt ein anderes Kind und er sagt zu Hause, wir haben gleiche Antwort gegeben beim Test. Wieso bekommt er eins und ich bekomme zwei? Und dann kommt die Mutter zum Lehrer. Und der Lehrer sagt, stimmt, eigentlich die ganze Klasse ist zwei, ich weiß nicht, was war, und er muss dem anderen reduzieren, weil einer hat sich beschwert. Das heißt so, es gibt Menschen, die haben nicht verdient, die kriegen einfach Güte, große Maß von dem umsonst Schatzkammer im Himmel. Sollt ihr wissen, die Kabbala lehrt uns, es gibt im Himmel eine Schatzkammer, die heißt umsonst. Schatzkammer. Da braucht man nicht etwas arbeiten oder verdienen. Ich gebe euch auch einen Tipp zu beten.
wenn ihr betet zum Gott, sagt, liebe Gott, bitte gib mir von diesem umsonst Schatzkammer, weil ich hab's nicht verdient. Weil in dem Moment, wo ein Mensch betet etwas und er sagt, ich hab's verdient, Gott kontrolliert in seine Papiere, ob er hat wirklich verdient oder nicht. Es ist besser zu bleiben, gib mir umsonst von deiner umsonst Schatzkammer. Okay, jetzt. In dem Moment, wo ein Mensch hat etwas bekommen von diesem Schatzkammer und er kommt zu jemand und er erzählt das, er stechelt dem anderen. Und in dem Moment, wo er stechelt dem anderen, der andere gibt ihm eine böse Auge, Gott behüte, und diese böse Auge macht zwei Sachen. Eins, der Mensch verliert seine Laune, um neue Sachen zu machen. Er kriegt schon Angst, weil man sagt ihm, sei vorsichtig. Leute, sei vorsichtig, ist nicht so einfach heute zu investieren. Manchmal kommt einer sehr begeistert und einer mit Missgunst kommt gleich mit realen Vorstellungen und er stoppt ihm die gute Laune. Zweitens, das, was hat der Mensch gehört von dem anderen, es ist schon sofort geschrieben in sein Herz. Das heißt, wenn man spricht mit jemandem, der uns Energie klaut, passiert zwei Sachen. Unsere positiven Träume sind radiert und stioniert. Das ist ganz schlimm. Der Mensch hat keinen Mut und Hoffnung, was Neues zu probieren. Er will bleiben eingestellt bis 130. Weil hat man ihm radiert die Horizont, die Vision, die Vorstellungskraft. Und zweitens, auch in das, was er hat, hat er schon Angst. Weil der andere hat ihn schon angesteckt mit einem Virus. Und dieser Virus ist sehr, sehr schwer zu impfen. Und es ist sehr schwer zu machen. Gehen wir zum zweiten Zitat von Zohar. Bitte schön. Und das, was Rabbi Shimon gesagt hat. Jeder Mensch hat ein schlechtes, böses Auge. Das Auge des Zerstörers erscheint auf ihm und er heißt Weltzerstörer. Und der Mensch muss sich vor ihm schützen, dass er ihm nicht zu nahe tritt. Dass er ihm nicht schädigt und er soll sich nicht vor ihm entblößen, der sich erscheint vor seinem Auge und nicht dessen sein Brot oder von ihm in irgendeiner Art und Weise genießen. Wenn einer macht dir klein, wenn einer nimmt bei dir die Hoffnung, geh weg von ihm. Was steckst du zu ihm wieder und du weißt, jeden Begegnung macht dir klein und ohne Hoffnung. Du bist doch nicht ein Lilliputaner. Er macht dir ein Gamad, er macht dir ein Kleinschicker. Sei nicht so ein Kleinschicker. Es gab Könige in Ägypten, die haben gemacht ein Tor, ein Meter. Wieso ein Meter? Dass jeder Mensch, der kommt rein, muss gleich beugen. Es gibt Menschen, die wollen sich hoch fühlen. Was machen sie? Sie erniedrigen die anderen. Die machen in verschiedenen Methoden, wo der andere fühlt sich leer, wie sein Ballon ist gestochen. Jetzt lass uns Step by Step trainieren, was ist das. Und so sagt uns der Zohar, jeden Mensch spürt Energie in dieser Welt in drei Bereiche. Was sind diese drei Bereiche? Der erste Bereich heißt Ort, Makom, Ort. Es gibt Leute, es gibt Orte, die sind dort getankt. Und es gibt Orte, die sind dort gelehrt. Zum Beispiel, gibt es Leute, die kommen in den Friedhof, die gehen raus voll. Es gibt Leute, die gehen raus vom Friedhof, die kommen raus leer. Es gibt einen, der geht besuchen im Krankenhaus, er geht raus voll. Ich bin gesund. Es gibt Leute, die gehen raus von Medical Center, die sind leer. Genauso Kaffee. Gibt es Leute, die sitzen im Kaffee? Super, freuen sich. Es gibt Leute, die sitzen im Kaffee, danach gehen sie raus, leer. Deshalb, jeden Mensch hat Plätze in dieser Erde, Schwimmbad, Landschaft, Brücke, Flughafen, gibt es Orte, Synagoge. Es gibt Leute, die kommen rein in die Synagoge, die fühlen sich leer. Die finden nicht, was gibt es dort zu suchen. Es gibt Leute, die gehen rein, die fühlen sich voll. Das ist die erste Energie. Das nennt man Ort. Makom. Die zweite heißt Zeit.
Es gibt Menschen, die haben bestimmte Zeiten Energie. Es gibt Leute, die haben Energie bei Nacht. Puh, bei Nacht ist er eine Rakete. Red mit dem 3 Uhr Mittag, ein Schlemper. Was ist mit dir los? Bist du müde? 11.30 Uhr in der Lubavitcher Rebbe zum Beispiel, seine beste Zeit war nachts. Nacht war er motiviert, seine Sprechstunde war von 9 Uhr abends bis 3, 4 morgens. Da war er, hat gesagt, draußen ist ruhig, mein Kopf ist frei, ich bin wach. Auch am Tag hat er gelernt und alles gemacht, aber seine Sprechstunde war nur in der Nacht. Es gibt Menschen, ihre Zeit von Energie ist Schabbes. Schabbes, der Mensch ist voll. Sprich mit ihm am Montag, leere Ballon. Was ist los? Montag. Die Zeit. Kommt Feiertag, gibt es Leute, kommt Pesach. Pesach ist das, was wir essen, Matzes. Es gibt Leute, die freuen sich, die sind voll. Es gibt Leute, die sind leer, die sind gestresst, die sind genervt. Und die Gründe sind manchmal von Kindheit, zu Hause war Stress. Und Pesach ist bei dir im Kopf immer eine Zeit, wo du nicht gerne willst. Aber man weiß, das ist die zweite Möglichkeit von Energie. Die dritte, bei Zeit gehört auch Wetter. Wetter, Schnee, dunkel, manchmal siehst du Menschen mit voller Energie, sie sagen, ah, die Sonne scheint. Oder tolle Schnee. Manchmal siehst du Menschen mit leerer Energie, sie sagen, ach, das Wetter, wir werden bald sehen, dass viele Menschen lügen auch. Die Energie liegt wohl total anders, aber es ist viel leichter, alles zu schieben auf der Natur. Was soll ich erzählen, wie ist bei mir die Beziehung? Also soll ein Mensch, soll, aber wir werden bald sehen, das nennt man Zeit. Bei Zeit gehört auch noch ein Tag, dieser Tag heißt im Judentum Jorzeit. Jorzeit bedeutet Todestag. Es gibt Menschen, wo die Jorzeit von ihren Eltern oder Großeltern ist ein fröhlicher Tag. Und es gibt Leute, wo diese Jorzeit ist bei denen ein leeres Tag. Jeden Mensch hat einen anderen Bezug zu diesem Jorzeit. Heute Morgen, 7:15 Uhr, komme ich rein in die Westen Synagoge, warte dort eine Dame, ganz attraktiv. Sie sagt, wo kann man Öl beten? In englischem Akzent. Ich habe gesagt, komm, ich nehme dir mit. Sie sagt, ja, heute ist der Todestag von meinem Papa und ich bin zum Geschäften hier, ich will hier beten. Gut, sie hat gebetet. Nach dem Gebet, ich habe gesagt, ich begleite dir, wohin brauchst du, sagt sie, der Taxi wartet auf mich. Also die ganze Stunde hat gewartet ein Taxi. Wir kommen raus. Sie sagt, dieser Tag von dem Jahrzeit von meinem Papa, dieser Tag ist bei mir erfüllt. Am dem Tag habe ich so viel Kraft, ich spare kein Geld, soll der Taxi warten, ist mir egal. Bei ihr Jahrzeit ist eine Rakete, sie ist am dem Tag erfüllt. Und jetzt kommen wir zu dem allerwichtigsten Thema, das nennt man Menschen. Menschen, ihr wisst, was ist Menschen. Die laufen auf zwei. Die laufen auf zwei. Diese Bäume, die laufen auf zwei, gibt es nach der Kabbalah 4 Kategorien von Menschen. Wir werden beginnen mit dem Erdemensch. Der Erdemensch ist traurig und faul und jammert über die ganze Welt. Er ist ein Volldämpf, einer, der dir zu sein Loch nimmt. Die, weißt du, die Gemeinde und der Staat und die Schule und die Krankenkasse und was mit ihm passiert und er erzählt ihm und das ist ein Mensch, der zeigt sein Elend schafft und er will sich nicht etwas bewegen, weil er bleibt in seiner Faulheit. Das ist einer, der entrinkt sich im Wasser und er kommt auf dem anderen und wenn er nicht schwimmen kann, was macht er? Er entrinkt dem anderen in seine Miskenut, in seine Elendschaft. Also das ist der erste Mensch, ihn nennt man Erdemensch. Erdemensch ist einer, der kommt zu dir nur mit negativen Sachen. Wenn einer macht das mit mir, ich frage ihn nach 5 Minuten, was gibt es bei dir Gutes? Erzähl, was gibt es nichts Gutes mit dieser Regierung, mit diesen Krankenkasse, wenn du nicht hast, du musst überall 10 Euro...
Und wieso ich bin dein Mülleimer? Ich bin da, um nur zu hören, nur deine Beschwerde. Erzähl auch was Gutes bei dir. Du lebst, du hast Augen, du kannst schmecken. Gibt's auch was Gutes? Wieso kommst du zu dem anderen, glaubst du, er ist dein Mülleimer? Und manchmal, wenn Leute sagen mir etwas Schlechtes, weißt du, was ich dir erzählen will? Sage ich, nein, ich weiß nicht, aber ich glaube nichts Gutes. In dem Moment, wo ihr spürt, wenn jemand will euch sagen, was nichts Gutes, sei nicht lieb, hör das nicht. Das ist Erde. Erde bedeckt alles, auch der Mensch. Der Mensch, der sich nicht mehr sagt, ihn beerdigt man mit Erde. Warum beerdigt man den Mensch mit Erde? Weil er nicht mehr sagt. Man legt auf ihm Erde, man legt, er sagt nichts. Kommt einer mit seiner Elendschaft, mit seiner Faulheit, mit seiner Müdigkeit. Er nimmt dir ein Loch in die Erde. Und wir werden später sehen, es gibt Leute, wo du bist verpflichtet, etwas zu helfen. Es gibt Leute, wo du bist nicht verpflichtet. Und der Talmud sagt uns eindeutig, wenn zwei Leute gehen im Wald oder in Wüste und sie haben nur ein Liter Wasser, Reuven und Shimon. Reuven, das ist sein Liter Wasser. Und es ist seine Hitze. Und wenn die beiden teilen jetzt auf diese Liter Wasser, beide sterben. Was soll man machen? Teilen? Reuven soll geben Shimon oder Reuven soll trinken? Sagt uns der Talmud, nicht teilen, weil da sterben beide. Gib nicht dem anderen, weil du machst Selbstmord. Dein Leben ist zuerst. Schluss. Gefällt dir nicht, das ist das jüdische Gesetz. Chayecha kodmin. Dein Leben kommt vor allem, weil Gott schuf dich. Du bist nicht jetzt Gott. Wenn Gott hat dir gegeben die Flasche, wenn Gott hat dir gegeben diese Aufgabe, dich zu retten, die Aufgabe ist, dich selbst zu retten. Dein Leben ist vorher. Wenn ein Mensch beginnt zu denken mit Gefühlen, denkt daran, naja, wir werden teilen uns auf zwei, es wird nicht schlimm sein. Ja, es wird schlimm sein. Du wirst später Rechenschaft ablegen, du machst zwei Bäume kaputt, anstatt du bist gekommen in diese Welt, um deine Baum Wurzeln machen und Früchte machen mit der Umgebung, die dir passt. In dem Moment, wo ein Mensch sagt, ah, mein Baum, jetzt ist besser dieser Baum. Ich achte jetzt auf diesen Baum. Was bist du jetzt, Gottes Gärtner geworden in dieser Welt? Du passt auf in die ganzen Bäume in dieser Welt. Willst auch retten alle hungrige Kinder in Ruanda und alle arme Kinder, die wohnen in Lebanon? Oder bist geworden jetzt Moshe Groß? Du bist besser als Gott. Er weiß nicht, was er macht in dieser Welt. Und du weißt. Er weiß ganz genau. Du bist hier gekommen, um dich, dein Leben zu entwickeln. Das ist das Element Erde. Jetzt gehen wir zum Element Wasser. Menschen, die Element Wasser haben, erzählen nur über ihre Genuss und Leidenschaft. Die ganze Zeit. Weißt du, was habe ich gekauft? Die Tasche von Prada. Prada. Ja, und ich habe gekauft ein Vest von Tony Golfinger. Und das und jenes. Und wo er war, Reise und wo hat er gegessen? Und welche Theater hat er gesehen? Genuss. Ja. Genusswasser machen dem anderen auch Energie rauben. Weil wieso erzählt er? Er will von dir Bestätigung. Ah, es war bestimmt lecker. Dieses teure Restaurant bestimmt dieser Wein, was kostet. Es bestimmt die Flugzeuge. Er will Bestätigung. Weil ohne Bestätigung ist nichts. Und dann hörst du. Und er erzählt nur über sein Genuss. Genuss, wenn einer erzählt nur, was hat er schön gemacht und was hat er schön genossen und was hat er schön gekauft und gereist und geguckt. Das ist Wasserenergie. Was ist Wasserenergie? Das ist Wasser, die kommt von außen. Nicht Wasser, die kommt von innen. Das ist Wasser voll mit Chlor. Diese Wasser machen dir blind. Diese Wasser machen dir schmerzhafte Augen. Wenn du hörst von dem anderen Schwätzerei, Plotkes über Genuss vom anderen, das macht dir diese Energie Wasser, dass deine eigene Wasser ist trocken, weil du hörst das, was der andere erzählt.
und du brauchst nicht zu erzählen, zu hören so viel noch über seinen Genuss. Weil in dem Moment, wo er erzählt nur über seinen Genuss, dass ein Mensch, der lebt nicht in sich, in seine eigene Qual. Er ist abhängig vom Genuss von außen. Das heißt, ein Mensch, der hat eine eigene Qual, ein Mensch, der hat eine eigene Qual. Quelle. Was ist Qual? Quelle. Nein. Quelle. Dankeschön. Quelle. Wurzeln mit Wasser, wo es kommt eigene. Es gibt so zwei Flüsse. Es gibt Flüsse, die laufen nur, wenn es ist Winter. Kommt Sommer, siehst du vorbei. Es ist eine Zeit. Schneeschmelze. Wie heißt das? Schneeschmelze. Nein, nicht nur Schneeschmelze. Es gibt so Flüsse, die sind nur bedingt, wenn es regnet. Ja. Wenn es kein Regen da, die enttrinken sich. Und es gibt Flüsse, Gott sei Dank, sie haben eigene Quelle. Ja, okay, danke schön. Ja, weiter. Das ist die Menschen von Wasser. Jetzt gehen wir zu Menschen von Wind. Oh, Menschen von Wind ist eine Katastrophe. Menschen von Wind, das ist Menschen, die kommen nicht zum Punkt. Weißt du, letzte Woche, meine Schwester ruft mich an. Ist nicht das erste Mal. Mitternacht. Und mein Telefon, ich habe gerade ein neues Telefon gekauft, weil es gibt ein gutes Angebot. Und dann sagt sie mir, dass die Schwager ist gefahren nach London zum Urlaub. Und er ist bei seiner Mutter. Seine Mutter lebt alleine in London. Schon lange Zeit, die Familie lebt schon. Ich erzähle euch nur, wie viel Zeit? 15 Sekunden. Der Mensch kann das nicht. Der Mensch kann nicht hören eine Geschichte, die heißt Wind. Wind ist, geh zum Punkt. Mata roze. Was willst du? Was möchtest du? Du gehst und du gehst rum und rum und rum. Sollt ihr wissen, diese Gespräche von Ruach macht der Mensch geistig defekt. Ich sage nicht anders, Chole Ruach. Das sind die Wörter von dem Sohn. Ich rede nicht jetzt, wenn einer seine Arbeit das zu hören, wir werden bald sehen, da ist er geschützt, weil er muss das hören. Aber wenn ein Mensch kommt zu dir und er will dir jetzt alles von Adam und Eva erzählen, das nennt man Ruach. Ruach bedeutet Menschen, die erzählen nur über Dvarim Betelim, überflüssige Reden, Sachen ohne Sinn, Sachen, die gehören nicht zu deinem Punkt, zu deinem Leben, die sind weder noch seine Schmerzen, noch sein Genuss, gar nicht. Nicht milchig, nicht fleischig. Er erzählt dir, was hat er gemacht und da bin ich gegangen. Und als ich kam nach Hause, weißt du was war? Es war geschlossen und ich bin gekommen zum Hausmeister und der Hausmeister ist gekommen später und dann habe ich ihm gesagt, soll er aufmachen. Was sagt er mir, soll ich nehmen einen Schlüssel? Das ist Ruach. Ruach macht der Mensch wirklich nicht gesund. Und jetzt kommt der vierte Mensch. Der vierte Mensch heißt Feuer. Feuer ist einer, der dem anderen erniedrigt. Oder mit großem Feuer oder mit kleinem Feuer. Man kann zu dem anderen sein Sarxist, sarkastisch oder apathisch oder Hochmut oder Wut oder Zorn und so Stechel sein und dem anderen immer klein zu machen. Immer seine Flamme oder durch Herrschaft dem anderen zu belassen.